Ich habe mir gedacht, warum richte ich nicht mal einfach bei mir, einfach nur zu Übungen, ein kleines Setting ein. Das ist das Licht so, wie es jetzt hier aktuell bei mir in meinem Raum ist. Und ich habe zur Verfügung Pavo-Tubes, 15er, eine Pavo-Tube 6er und eine Godox SL60W. Sag mal, ich hab Folien, einen Leitdom theoretisch und Styros. Mal gucken, was ich damit so machen kann. Ich habe mir aber vorgenommen, ich möchte das jetzt tatsächlich, also dieses Setting möchte ich jetzt mal auf einer Viererblende einleuchten. Ich habe aber kein Lightmeter. Ein Tool, was ich auf jeden Fall nutzen werde, ist hier von Small HD. Das EL Zone System. Ich filme das Ganze auf der Fujifilm XH2S. Aktuell, also ich möchte auf 1250 ISO, weil das ist Base ISO für F-Log 2. Und den Weißabgleich habe ich jetzt erstmal auf 5,6. Mal gucken, je nachdem, was ich schön finde und was nicht, werde ich das aber nochmal angehen. Das erste, was wir jetzt aber machen, ist tatsächlich mal dann die Kamera, die Blende auf meine 4. So, jetzt bin ich auf einer 4. Und jetzt mache ich mal überall auf jeden Fall das Licht aus. Das wäre das Licht, wenn alles aus ist. Mehr haben wir nicht. Und jetzt fange ich einfach mal an, mein Grundlicht zu machen. So, was wir jetzt sehen, ist die Godox SL60W. Einfach mal so als Grundlicht. Die habe ich jetzt oben aufgehangen mit einem Light Dome und einer vollen Diffusion davor. Die schießt jetzt quasi direkt gegenüber von meiner Blickrichtung einfach mal in die Wand und in die Decke, um so ein bisschen ein Grundlicht zu bekommen. Ich habe es jetzt auf 100%, vielleicht werde ich noch dimmen, erstmal gucken. Aber ich lasse jetzt erstmal so an, damit wir sehen, was ich mache, und danach kann ich die Lampen einzeln an- und ausschalten. Mein Plan ist es, die Pavo-Tubes als Führung zu benutzen. Ich habe die jetzt mal in diesem Halter, wo man zwei Stück reinpacken kann. Und das Ganze möchte ich jetzt bouncen. Ich möchte aber so wenig wie möglich Stative bauen, weil ich habe auch nur drei Stative zur Verfügung. Deswegen, was ich machen werde, ist, ich werde hier den Styro nutzen und diesen C-Stand und alles an einen C-Stand machen. Ich werde jetzt vor die Pavo-Tubes noch einen Snapgrid davor machen, einfach nur den Spill zu minimieren. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze schon was bringt. So, wie man sieht, habe ich jetzt deutlich weniger Licht, das bei mir ankommt. Das heißt, es hat tatsächlich einiges gebracht. Das heißt, ich habe weniger Spill an der Wand. Ich hätte das Licht gerne noch ein bisschen softer und noch ein bisschen mehr von meiner linken, von der Kamera rechten Seite. Ich möchte nicht ganz so frontal beleuchtet werden. Allerdings muss ich das gleich mal machen, wenn das Ambient Light hinten aus ist. Jetzt zum Beispiel sehe ich schon direkt, eigentlich finde ich das, was mit meinem Gesicht macht, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das hier sind 100%. So, für mein Führungslicht möchte ich nochmal hier mit einer Diffusionsfolie arbeiten. Ich nutze jetzt mal eine andere, als ich sonst nutze. Ich nutze normalerweise einfach nur WD-Folie, also White Diffusion. Muss man nur gucken, dass nicht zu viel Licht weggenommen wird. Ich finde sehr schön, wie das Licht langsam abnimmt durch die große Fläche, die wir geschaffen haben mit den zwei Pavo-Tubes und dem Bounce und dann letztendlich noch der Folie davor. So, eine Sache hätte ich jetzt gerne noch. Und zwar würde ich jetzt gerne noch mit einer weiteren Tube einfach nur dieses Licht etwas verlängern. Das Licht kommt jetzt quasi von 45 Grad vor mir. Und ich möchte jetzt tatsächlich noch eine Pavo-Tube quasi fast gerade vor mir machen, mit einer sehr geringen Intensität. Einfach nur, damit ich da noch ein bisschen Augenlicht von da bekomme und eventuell diesen Lichtabfall noch ein bisschen abschwächen kann. So, und schon kann man sehen, die Gesichtshälfte ist nicht mehr ganz so dunkel. Ich habe so einen leichten Bogen jetzt dadurch gebaut. Ich mache tatsächlich nochmal ein kleines bisschen dunkler. Diese Lampe ist auf 1%.
Ja, finde ich doch sehr schön. Wenn ich jetzt das nochmal kurz ausmache, dann sieht man sofort, wie der Kontrast in deinem Gesicht deutlich mehr wird. So gefällt mir der Lichtabfall aber schon viel mehr. Also so habe ich ein bisschen mehr rausgeholt. Ich bin jetzt immer noch, wenn ich jetzt meine linke Gesichtshälfte anschaue, bin ich bei einem halben Stop über mittlerem Grau und einer rechten Gesichtshälfte, vor allem hier in dem Bereich. So, hier bin ich jetzt bei minus einem Stop. Ja, finde ich eigentlich ein ganz schönes Kontrastverhältnis. Jetzt machen wir dazu mal nochmal mein Ambient Fill an, dass so ein bisschen Raumlicht da ist. Bei dem Ambient Fill-Licht sind wir jetzt bei 35%. Am liebsten hätte ich tatsächlich hier hinten noch ein relativ hartes Licht, das ein bisschen mehr wie Sonnenlicht aussieht. An sich, so wie mein Gesicht ausleuchtet, finde ich das schon schön. Ich hätte tatsächlich aber trotzdem gerne hier hinten wie so einen harten Streifen. Es ist aber gerade draußen dunkel. Das heißt, ich habe auch den Rollladen unten und ich habe keine harte Lichtquelle über. Was doof ist. Das heißt, ich mache mal tatsächlich mein kleines Licht hier wieder an. Es sieht tatsächlich aus wie ein Practical. Also zumindest würde man mir es abkaufen, auch wenn es nicht im Bild ist. Ich persönlich finde aber, es ist noch ein bisschen sehr, sehr hart. Ich drehe jetzt auch mal so ein, dass ich da hinten nämlich nicht hier die Schatten werfe. Weil dieses Practical da hinten soll jetzt ein bisschen meine Spitze motivieren. Für die Spitze habe ich vor, hier meine Nanlite Parvo Typ 6C zu nutzen. Erstmal stelle ich den Mode wieder um auf Color Temperature. Das stelle ich mal auf meine, in dem Fall, ich schätze mal, 2700. So. Das Ganze mache ich jetzt einfach an meinem Regal fest mit einem Magic Arm. Und schon haben wir hier oben unsere Spitze gesetzt. Also wirkt hier als Haarlicht und in dem Fall trifft es auch ein bisschen meine Schulter. Ich muss sagen, ich finde das da hinten ist noch ein bisschen zu hell. Was ich da jetzt mache, ist, ich nehme noch eine weitere Folie. Und zwar, was haben wir hier noch? Ich suche einen passenden ND. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass das Licht tatsächlich zu doll meinen Hintergrund trifft. Ein Stückchen Molton. So. Ich habe jetzt einfach mal meine Position ein bisschen angepasst, also damit ich generell ein bisschen mehr Tiefe reinbekomme in das Bild. Dann habe ich meine Führung, steht jetzt deutlich näher logischerweise an mir. Ich habe jetzt aber tatsächlich hier noch schwarzen Mollton, den ich jetzt an der Seite meiner Führung und ein bisschen vorne drauf gemacht habe, bis ich quasi den Hintergrund weniger treffe. So finde ich es nämlich dann deutlich, deutlich angenehmer. Jetzt muss ich natürlich mit der Kamera höher schwenken. Man sieht jetzt da oben die Spitze, wie sie ein bisschen blumig wird. Das liegt an meinem Diffusion-Filter auf meiner Optik. Es heißt, ich möchte die Spitze da hinten nicht so stark am Regal haben. Ich möchte, dass es ein bisschen mehr motiviert ist von dem Licht hier hinten. Das Licht da hinten möchte ich ein bisschen heller haben. Ich habe jetzt ein ND davor. Ich habe keinen anderen ND. Was ich aber ganz einfach machen kann, ist, ich nehme die Lampe und stelle sie einfach deutlich näher wieder an meine Wand. So zum Beispiel. Und jetzt nehme ich meine Spitze und baue die mir etwas näher zu meiner Position wieder auf. Das ist das Bild, so wie es jetzt aussieht.
Ich habe jetzt mal mein Ambient Light auf 25% gestellt. Jetzt sieht man deutlich, wie der Hintergrund noch mal ein bisschen dunkler geworden ist. Der Hintergrund generell wird gefüllt mit einem bisschen wärmeren Licht als meine Führungslichtquelle und mein Spitzlicht ist natürlich viel, viel wärmer, dadurch, dass ich eben da hinten mein Practical stehen habe. Prinzipiell muss ich sagen, ich finde meine MSS ist jetzt ein bisschen zu dunkel. Vielleicht mache ich die noch mal ein Stückchen heller und ich gucke, dass ich hier unten, da hinter mir, noch irgendwie ein bisschen Licht reinkriege. Irgendwas Besonderes, dass es ein bisschen ja, belebter aussieht als das hier. Wie gesagt, ich hätte tatsächlich richtig gerne hier so ein Lightstreak drin. Dafür bräuchte ich jetzt aber irgendwie eine Projektionslinse oder ich müsste draußen Licht stellen. Prinzipiell muss ich sagen, ich bräuchte, damit es hier tatsächlich nach Tageslicht aussieht, schon deutlich mehr Möglichkeiten an Nicht-Tube-Lampen. Ich habe jetzt ja wie gesagt nur meine eine harte Lichtquelle, die ich auch wieder weich mache, um damit als Ambient ein bisschen ja, die Schatten zu füllen. Aber ich hätte eigentlich voll gerne hier draußen irgendwie noch eine Fresnel oder irgendwas, das hier rein scheint, immer ein bisschen mehr ja, dieses Sonnenfeeling hat. Die Sonnenfeeling kriegen wir einfach so nicht hin. Das sieht jetzt einfach nach einem schön leuchtenden Setup aus. Genau, ich werde jetzt aber da hinten, wie gesagt, Ambient ein bisschen hoch und dann legen wir da hinten nochmal eine Tube rein und gucken, dass wir das vielleicht einfach irgendwie in einer coolen Farbe oder so noch aufhellen, dass es ein bisschen cooler aussieht. Kann man auf jeden Fall nutzen. Ich habe hinten hier mein schönes Streiflicht, ich habe hinten mein Practical, ich habe hinter mir einen Farbkontrast zu eigentlich allem, was ich im Raum habe, weil es ist alles recht viele Brauntöne, viel Orange. Genau, ich habe jetzt hier ein Grün, ich werde das noch ein bisschen mehr von dem Grün ändern. Jetzt haben wir da hinten ein bisschen mehr so ein Cyan. Ich muss das nur gucken, wenn ich gerade ausschaue, dass man eben nicht die Tube vor mir in meiner Brillenspiegel noch sieht. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Wenn ich jetzt gerade ausgucke, so, ja. Okay, ein bisschen wach. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben dieses Setting eingeleuchtet. Wir sind bei einer Blende 4 bei 1250 ISO, was die native ISO ist für F-Log 2. Wir haben als Führung zwei Parvo-Tubes mit Flügeltorn und einem Grid, um ein bisschen den Spill hinten in der Wand, weil der Raum recht klein ist, rauszukriegen. Die bouncen gegen ein Styro und das Styro geht durch einen Heavy Frost. Wir haben auf der linken Seite davon haben wir zwei Molton-Reste, die ich da hingehangen habe, um ein bisschen hier hinten ja, abzukaschen, damit wir hinten nicht den Hintergrund treffen, sondern wirklich nur mein Gesicht. Als nächste Lampe haben wir noch eine Parvo-Tube, die recht weit oben ist, um die Spiegelung aus der Brille rauszunehmen, die quasi die Führung ein bisschen in der Kurve erweitert, um damit ein bisschen den Übergang von der hellen Seite zur dunklen Seite ein bisschen softer zu gestalten. Wirklich auf 1% ist sie nur. Als Motivation für unser Spitzlicht haben wir hier hinten eine IKEA-Nachttischlampe stehen. Die schießt auch nochmal durch einen Heavy Frost, um das Licht ein bisschen mehr gräulich zu bekommen und noch durch einen ND, damit das hier hinten nicht komplett ausbrennt, sondern wirklich sehr, sehr sanft ist. Ich wollte da hinten aber auf jeden Fall irgendwas haben. Genau, so einen leichten Lichtfleck, damit man diese Kante hier, die mir mein Spitzlicht gibt, zu motivieren. Für das Spitzlicht nutze ich eine weitere Parvo-Tube, aber diesmal keine 15er, sondern eine 6er. Nutze ich bei 2700 Kelvin, das ist circa die Farbtemperatur, die hier hinten die IKEA-Nachttischlampe liefert. Da haben wir hinter mir unterm Schreibtisch noch eine 15er Parvo-Tube liegen, die so ein leichtes Grün-Cyan eben hochstrahlt, damit es da hinten ein bisschen sich mehr noch farbkontrastmäßig zu mir abhebt. Um dem Raum noch ein bisschen Fülllicht zu geben, aber auch ein bisschen wärmeres Fülllicht, nutze ich meine SL60W. Das ist eine Daylight-Only-Lampe und habe davor einen halben Change-to-Straw-Filter,
Das geht durch einen Leitdom 2 mit einer ganzen Diffusion und schießt quasi in meine Blickrichtung hinten in die Ecke in der Wand, um von da aus ein bisschen die Ambience hochzukriegen. Ich glaube, die ist auf 30% circa. Genau, und das wäre das Setup mit allen Lampen, die ich nutze. Ja, ich mache die jetzt mal einzeln an und aus, mache mal alles aus und dann schauen wir uns mal an, was alles so passiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, es zu machen, weil ich setze mich gerne mal hin und gucke mir an, was ich wie leuchten kann, was ich irgendwie mit der Technik, vor allem die ich habe, erreichen kann oder ob ich ein Konzept, das ich in meinem Kopf habe, tatsächlich umsetzen kann mit den Dingen, die ich habe. Ich fand es für mich mal einen sehr interessanten Ansatz, mal anders an die Ausleuchtung von so einem Talking Head Shot ranzugehen. Und zwar habe ich mir gedacht, ey, ich probiere einfach mal aus, meine Tube Light zu nutzen als Führung, aber so, wie ich sonst meine harte Lichtquelle nutzen würde. Und zwar, ich bounce sie und dann mache ich davor noch eine Diffusion oder sonst was. Und hier habe ich einfach mal was anderes ausprobiert. Ich finde, es ist ein cooles Ergebnis geworden. Man hätte natürlich noch hier und da Dinge ändern können. Man hätte ein komplett anderes Konzept, eine komplett andere Herangehensweise nehmen können. Es gibt 100.000 Wege, mit den gleichen Lampen die Sachen auszuleuchten. Ich habe mal den Weg probiert, weil ich, wie gesagt, ausreden wollte, kann ich mit den Tube Lights das machen? Ich möchte mal nicht mit meinem Light Dome oder sonst was mal so ein Talking Head ausleuchten. Ja. Dafür, dass es eigentlich ein sehr, 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 sehr flaches Bild ist, was wir hier haben, also man hat kaum Tiefe, man schießt eigentlich direkt gegen eine Wand hinter mir, finde ich, kann man schon einiges rausholen. Mal gucken, vielleicht werde ich noch weitere Videos machen, wo ich mal einfach in meiner Wohnung rumgehe und mal in Ecken schieße und irgendein anderes Setting gehe und da leuchte. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Erfahrung und ein sehr guter Lernprozess, um einfach mal die Konzepte, die man vielleicht in seinem Kopf hat, wie ein Bild aussehen könnte, tatsächlich in der Praxis umsetzen zu können und nicht einfach nur direkt bei einem Dreh dastehen und zu sagen, hier, ich mache einen Leitdom drauf und ich setze eine Spitze und gut ist und ich habe meine zwei Lampen und sieht bestimmt auch gut aus, aber einfach mal eine andere Herangehensweise. Einfach mal untypische Lichtformen nehmen, zum Beispiel, um was anderes damit zu machen. Ja, vielleicht kommt ja was Cooles bei rum. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Lichtsetup fandet oder wie ihr diese Form vom Video fandet. Ob ihr das cool findet, einfach mal so bei dem Gedankenprozess einfach relativ uncut dabei zu sein und direkt zu sehen, was passiert. Dann bis zum nächsten Mal.